Ist vor dem Überfall auf Granter Brück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Hallo. Hast du in der Nacht des Überfalls irgendetwas Verdächtiges gesehen? Ich sah, wie jemand vom Rande Granter Brücks zum Ufer rannte, gerade bevor die Kämpfe begannen. Es war zu dunkel, um jemanden zu erkennen. Eivor, welche Überraschung. Ich frage mich, warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Ich fand eine Nachricht von Wigmund an seine Sachsen, dass sie ein gelb bemaltes Langschiff nicht angreifen sollen. Seltsam. Nur Leaf hat das Werkzeug, um die Farbe unserer Langschiffe zu ändern. Du solltest ihn fragen. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Granterbrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Jemand muss die Sachsen in den geheimen Tunnel von Granterbrück geführt haben, Kalin. Ich glaube, möglicherweise warst du es. Ich floh vor dem Überfall, schlug auf Sachsen ein und betete, dass eine Walküria meine Gefallenen nach Walhall bringen würde. Du stichelst wie ein lästiger Dorn. Das höre ich mir nicht an. Sei froh, dass ich dich nicht niederstrecke, weil du meine Taten schmälerst. Thank you.
Drangsal rufen. Das war's! Direkt am Schiff! Eine Pütze! Die Überlebenden sind in den Nebel gerannt. Sie wurden von einer Hälfte der Banditen verfolgt, während der Rest es plünderte. Schnitzereien sind Verse über Galen. Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen?
Gedicht überlief? Hat er es über sich selbst geschrieben? Hier ist ein Gedicht über Birne.
ungur okkar frækinn. Reyndar búa við nú höllinar. Glaubst
du, du kannst mit mir mithalten? Hast du in Grantabrück schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Birna hat im Langhaus getrunken, als der Angriff begann. Andere können das bestätigen. Wer einen Angriff erwartet, würde das wohl kaum tun. Leaf sagt, er habe während des Überfalls in seiner Werkstatt gearbeitet. Die Schiffswerkstatt ist gut einsehbar und weit vom Tunneleingang entfernt. So kann er die Sachsen nicht in die Stadt geführt haben. Eine Einheimische sagte, sie hätte jemanden vom äußeren Teil der Stadt Richtung Fluss rennen sehen, kurz vor dem Überfall. Hat sie erkannt, wer es war? Nein, im Nebel konnte sie nichts erkennen. Doch wer auch immer es war, wusste, dass etwas Schlimmes bevorstand. Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelb bemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen. Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts Gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fans ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen. Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Los doch, fordere mich heraus! Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Leaf, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Leaf ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt?
Leider verloren im Nebel der Fans. Könnte ich sie wiederholen, ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurückbekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Diese Taschen gehören Birna, gepackt für eine lange Reise. Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freier der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freier? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Vergiss es. Ich überlasse dich deinen Katzen. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Und gib gut auf dich Acht. Bleib meiner Burg fern! Meine Königin! Zu mir! Ein Eindringling bedroht unsere Gefolgschaft! Genug! Ich hätte dich nicht angehen sollen! Aber du, mein Kleiner! Ich schütze meine Katzen! Ich liebe sie! Du hältst sie gefangen? Lass sie frei, wie Tiere es sein sollten. Da seid ihr hier. Raus auf die Felder. Hopp, hopp. Auf in den Kampf. Freya hat ihre wilden Bestien entfesselt. Die Ratten sollten bald fliehen. Ein Wunder! Das natürliche Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Danke! Hier ist ein Schlüssel. Bitte, nimm dir etwas von meinem bescheidenen Besitz als Lohn. Die Frau und ich hatten uns in den Haaren. Sie war ziemlich stur.